Es war einmal, vor vielen, vielen Jahren, da lebte in einer kleinen Stadt hinter den Sieben Bergen ein armer Bürgermeister und seine noch viel ärmere Bürgermeisterfrau. Mein lieber Mann, was machen wir denn? Wir haben gar kein Geld. Sie hatten 13 schreckliche Kirschel, die nur herumtobten und alles wegfräusen. Heute bleibt die Küche kalt. Wir jagen Hänsel und Gretel in den Wald. So wurden der arme Hänsel und die fette Gretel aus dem Haus gejagt. Und man weinte bitterlich. Tagelang irrten sie durch einen Wald voller Buchen und hatten schreckliche Angst. Hänsel, guck mal, die lange Mauer, komm, wir klettern hier drüber. Heb mich mal hoch. Hänsel kletterte über die riesige Mauer. Die fette Gretel ist drumherum gelaufen, als sie wenig später ein geheimnisvolles Tor entdeckten. Hänsel, guck mal, die komische Kunden. Wir wollen hier rein. Oh. Dahinter verbarg sich eine wunderschöne und prächtige Stadt. Hier musste die Heimat aller Märchen sein. Nach ihrem langen, langen Weg wollten sie sich bei einem schrecklichen Schuster neue Schuhe machen lassen. Doch sie hatten ja keinen einzigen Taler dabei und er jagte sie nur davon. Es dauerte nicht lange, da trafen sie das liebliche Dornklößchen, die sich, wie sollte es auch anders sein, wieder einmal unbedingt in den Finger stechen musste. Dazu noch ein liebestoller Gärtner. Und alles fiel in einen langen, langen Schlaf. Doch die Stadtwache trampelte so laut herum, dass daraus nur ein kurzes Mittagsschläfchen wurde. Dabei hatte sich Hänsel so schmutzig gemacht, dass er die Oberelmer Waschweiber um Hilfe bat. Ach, Doktor! Du Schande, wie siehst denn du aus? Gottes Willen! Schönes Wasser, schön! Doch eine garstige Hexe zauberte Hänsel in den Waschtrog mit hinein. Und die fette Gretel musste ihn nun ordentlich durchwalken. Das Volk scharrte sich um eine Darbietung höchster Handwerkskunst. Der weitgereiste Herr von Wagen stellte allen zur Schau, wie man aus alten Fellen neue Leder macht. Da fing Hänsel eine goldene Kugel aus der Luft. Und er wusste sogleich, dass sein alter Freund, der Königsfrosch, nicht weit sein konnte. Voller Freude eilten sie zu ihm, doch der betrank sich gerade mit Brausediezel. Gib ihm die Cola, bitte! Was wollt ihr zwei Tüten aber hier? Als Dank eine Erfrischung für euch! Danke! Danke. Plötzlich kam sie herangeflogen, die schaurige Hexe. Und hatte, wie sollte es auch anders sein, nur Böses im Sinn.
Um die Hexe zu vertreiben, führten die stadtbekannten Gaukler Sibartow und Strelowski einen großen Feuertanz auf. Hänsel und Gretel wollten schon immer einmal wissen, wie man richtig blau macht. Die alten Tuchmacher weihten sie gern in dieses große Geheimnis ein. Doch plötzlich müssen beide eine gefährliche Mutprobe bestehen. Jäger Martin täuscht kurz an und schon fliegen die Pfeile. Im Leben geht mancher Schuss daneben. Ein verführerischer Duft führt sie zu den berühmten zwei gelben Fleischern, die dreimal am Tag das letzte Schwein der Stadt Ilmer braten. Rapunzel, lass dein Haar herunter! Die Botzbüttel treffen sich ja jeden Mittag, um dem Rapunzel die Haare zu rauben. Sie flechten daraus allerfeinste Perücken und beinahe hätte es auch Hänsel erwischt. Ein Straßenkünstler prangerte seine Dienste an und zeichnete sie höchstmeisterlich. Ich hab doch mehr gelacht wie du. Äpfel große Hund, jeder wiegt ein Pfund. Ingo von Fröbisburg gab nichts ahnend einen seiner besten Äpfel einer zwielichtigen Gestalt. Hans der Apojeper und Elke vom Vietzenwald verkauften ihr eine gefährliche Tinktur, womit sie die rote Seite des Apfels vergiftet. Gerade kommen die sieben Zwerge aus dem Salinebergwerk. Da hüpft auch schon das liebliche Rotkäppchen heran. Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein großes Gewäsch? Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Ach, meine arme alte Großmutter, die ist so krank und hat einen Durst. Wollen wir diese Flasche Wein nehmen? Oder diese? Oder dieses oder ganz besondere diese? Tröpfchen. Ja, das ist das. Na? Dann nehmen wir was diese. Was die Großmutter mag. So ein Rotkäppchen, hier hast du was für deine ja, Großmutter. Die Großmutter mit ihren großen Augen und dem riesen Maul. Ja, ja. Das fette Gretel stahl aus dem Korb einen Apfel, bemerkte aber noch rechtzeitig, dass er vergiftet war. Hau weg die Scheiße. Und verfütterte es an das Eselmobil. Dort wartete schon Hubert der Fahrige, um durch Handauflegen seiner Schülerin das Kutschieren beizubringen. Ach, und da war natürlich auch noch Martin von Stegersdorf und seine liebreizende Bäckersfrau. Der bekam gerade Besuch vom süßen Wolf, doch dieser konnte ihn wirklich gar nicht erschrecken. Da tanzten sie fröhlich zusammen mit den Kindern dieser märchenhaften Stadt. Bis daraus ein finsterer Hexentanz wurde. Doch dann sahen sie etwas sehr Geheimnisvolles, den Kämmerer beim Aufbessern der Stadtkasse. Aber es waren wieder viel zu wenig Taler und er machte ein langes Gesicht. Dann entdeckte er eine goldene Gans
und blieb an ihr kleben. Die Welt hinaus. Eins und eins, ich bin der Schuster Klaus. Ich zieh mit meiner goldenen Gans in die Welt hinaus. Eins und eins, die Welt ist lang. Schuster Klaus und seiner goldenen Gans konnte niemand widerstehen. Schließlich klebten sie alle an ihm dran und tanzten und sangen, bis sie zum Stadtrand kamen. Doch da wartete auf Hänsel und Gretel schon die böse Hexe. Lecker Lebkuchen, lecker, komm, na komm, 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 ihr Hübschen, ich hab was Schönes für euch, na kommt rein, na kommt, kommt, nein, ja! Die Hexe wollte Hänsel nach Hausmacherart in den Backofen schieben. Doch der stellte sich dumm und das war schlau. Hänsel war gerettet und zum großen Glück fanden sie unter dem Backofen noch eine prall gefüllte Schatztruhe. So kamen sie mit Gold und Edelsteinen beladen wieder zurück. Der arme Bürgermeister brauchte nicht mehr zu jammern, denn die Stadtkasse war jetzt wieder randvoll und die Freude übergroß. Ein goldener auch noch. Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Ich hab doch nicht richtig, pass auf. Ach, Schmitti! Wisst ihr, wie es ist? Wenn du uns verarschen willst, dann mal. Los, Roller! Wie du willst, Sam. Ah, ja, schön war. Oh, das hast du doch schön gemacht hier. Guck mal hin hier. Der fest noch Meter, nein. Der Schmidt auf ihm, nein. Hänsel und Blit. Da hat er los. Oh, hier! Sau, Drecks, haben sie es gemacht. Ja, genau so, so. Zielobjekt erkannt.